Ares hat ein Video gemacht? Oh, Chat, ich muss den Rechner doch nochmal anmachen. Dann können wir uns das ja mal angucken. Na, dann gucken wir mal. Hello, Sim Racers. I have news. As you may have noticed, in the last 6 months, I've been in full radio silence, not creating any videos, nor updating my social pages, not even visiting my wonderful Discord community. The reason is that because of contractual obligations, I couldn't reveal anything, and most importantly, I couldn't possibly keep on doing live streams with a straight face without telling you what's going on. So, silence it was. The news is that after about 15 amazing and incredible years, I have resigned from my position at Kuno Simulazioni. Okay. I will never be able to express my feelings and gratitude towards this company. This company made my dreams come true and helped me to become the professional figure that I believe I am. Most importantly, I will never be able to thank enough the whole sim racing community. You have so generously supported all my work during all those years. So thank you so much to all of you. What's going on at Kunos? Nothing and everything. The company is very, very healthy. It's working on the most amazing sim racing content that you've ever seen. And believe me when I say that. Das ist ein wirklich, das ist so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht, finde ich persönlich. Ja, okay. Lassen wir mal so stehen für einen Moment. 2024 is going to be incredible. I have personally worked very, very hard to prepare as much content as I could for this year. Believe me, you guys are going to be blown away by what is going to be released. We have also been working closely with my colleagues, creating, you know, and preparing templates, guidelines, training, tutorials, everything really necessary in order to fill up any kind of gap that I may leave behind. And you can rest assured that Kunos, you know, will keep on releasing industry-leading sim racing content, because Kunos is not Aris, of course, as it was not even Stefano. Kunos is a group of highly skilled professionals that, above everything else, they are incredibly passionate sim racers and car enthusiasts. They're not really capable of releasing mediocre content, because before anybody else, they will not be happy themselves. Alles eine Frage der Perspektive, was wir gerade hören. Alles eine Frage der Perspektive, okay? Weil meine Perspektive, und das jetzt ohne jemanden angreifen zu wollen, meine Perspektive ist, dass das letzte Update und alle Updates, die rausgekommen sind, waren nicht nur mediocre, die waren einfach nur unangenehm und sie wurden nicht behoben. So, Punkt. Alles, was uns versprochen wurde in Videos, was gefixt werden sollte, und ich erinnere mich noch sehr gut an diese Videos, dass das nicht mehr geht, das nicht mehr geht, das nicht mehr geht, geht immer alles noch und es geht noch schlimmer. So. They love cars that much, so stay assured that nothing is going to change for you as users and sim racers. Wobei man dazu sagen muss, das, was Warhard jetzt auch gerade sagt, ne, also er ist jetzt selber gegangen oder gegangen worden, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, spielt auch keine Rolle. Nach 15 Jahren, selbstverständlich wird das hier professionell beendet und das finde ich auch gut so. Für mich persönlich ist es jetzt aber gerade als, sag ich mal, Fahrer, der das drei Jahre gefahren ist, nicht wirklich schön, das zu hören und löst ein bisschen Unmut aus. Und ich kenne, also aus dem Bauch raus, gibt es bestimmt schon wieder Parteien, die sagen, holt sie vorn, weil die schon wieder mehr wissen als die Öffentlichkeit. Weil die Öffentlichkeitsarbeit von Kunos lässt wirklich sehr zu wünschen übrig und die Leute tappen seit langem, also bis auf ausgewählte Menschen, tappen im Dunkeln. Why this decision? I've been actively working on some sorts of sim racing projects for the last 20 years of my life. I gave all I could to the sim racing community, and the sim racing community gave me everything back and more. Professionally, I think that I arrived at a point that
I believe I could do more than, just throwing my lucky dice and copy-pasting those numbers in the physics engine, as we always said. So I had this opportunity, and I grabbed it, and I will be part of a much, much bigger project, which hopefully will make me grow professionally, learn brand new things, while, still keep in touch with the car culture, the games, possibly the sim racing community as well. Why not? What am I going to do? So where am I going? Well, first of all, I'm not going to a direct competitor. No hardcore sim racing for me, at least in terms of professional work. At least not in the near future. I will be working on a very big and ambitious metaverse project. I will be supervising all the vehicles department, so creation of said vehicles, gameplay, interaction with the user, marketplace, all that stuff. It's very big, it's very ambitious. We are going to start slowly and carefully, but we intend to keep on building at a very fast rate continuously. So if you care to know more about this, I will be giving more info inside my Discord community, my social pages, as my work continues. Which, by the way, brings the question of what is going to happen to my Discord community and this YouTube channel. Well, I intend to keep them open. Not sure what I'm going to do exactly with this channel, at least not yet. We'll see about that. But the community is full of wonderful people. Andimon, our admin, has been doing an amazing job, and my desire is to possibly, get our own server, be able to organize small fan races, have some voice chat events, some kind of amateur podcasting or interviews. Keep it at a possibly more intimate level of friends chatting about cars, sim racing, motorsport, this kind of thing. So, I hope this is going to be the case, at least. That's it. Again, sorry for going into full radio silence for so long time as well. I know some of you might be upset. Some of you might be even happy about that, that I'm finally leaving and the sim racing scene will be even better without me or whatever. But I hope you understand and I hope you respect my professional choice. So yeah, this is all. So long and thanks for all the sims, I guess. Goodbye. Okay. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg auf jeden Fall. Das muss man sagen. Auf deinem Werdegang. Das Video ist sehr komisch für mich. Ich weiß, I know. Ich bin generell immer sehr misstrauisch, was sowas angeht. Und bin auch so ein bisschen geimpft gegen Marketinggespräche. Keine Ahnung, was da demnächst passiert. Aber ich wünsche dir wirklich alles erdenklich Gute mit deinem Projekt, was du umsetzen möchtest und wünsche dir viel Erfolg in deinem Werdegang. Das erklärt aber auch einiges, was gerade bei Kunas passiert. So ein bisschen, wenn man vielleicht eins und eins. Mir wurde letztens gesagt, ich soll immer nicht mutmaßen. Ne? Das wurde mir mal ans Herz gelegt. Vielleicht sollten wir hier an der Stelle nicht zwischen den Zeilen lesen, sondern einfach nur Kunas Kunas sein lassen und sie machen so ihr Ding und wir lassen uns einfach mal überraschen. Vielleicht kriegen wir ja dieses Jahr noch einen Banger für 2024. Also es wurde ja gesagt, dass dieses Jahr was kommt. Also lassen wir uns mal überraschen. Aber können wir trotzdem vielleicht mal irgendwann demnächst Kunas einen Patch kriegen oder irgendwas Sinnvolles in ACC? Also wirklich irgendwas Sinnvolles? Und nicht, dass das irgendwie Leute aus der Community fixen müssen, sondern ihr selber. Also das wäre wirklich prima. Oder zumindestens wisst ihr müsst es ja, also theoretisch wäre es ja nicht mal notwendig, dass ihr irgendwelche Patches zurückrollt. Aber wie wäre es dann mal mit ein bisschen kommunizieren so? Also ich meine, der Mensch, der jetzt hier gerade sitzt, ist so ein bisschen das Gesicht gewesen. Ne? Der war das Gesicht und der hatte 6 Monate Funkstille. Logischerweise, ne, ist ja, sind ja Verträge etc. pp., kann ich schon verstehen so. Aber wie sieht denn das immer aus für die Leute, die seit Ewigkeiten bei euch unterwegs sind, so? Ich finde das nicht schön. Das macht mich wirklich traurig, das macht mich wirklich traurig,
das zu sehen, dass dort einfach nichts kommuniziert wird. Also es wird unter der Hand irgendwie mit auserwählten Leuten kommuniziert, aber nichts nach außen. So. Wo ich das gerade lese, ACC ist überhaupt nicht tot. Also es gibt immer noch mehr als genug Menschen, die ACC fahren. Das ist nicht tot und es ist auch immer noch, also AC und ACC sind immer noch die aktivsten und besten Möglichkeiten, in Simracing einzusteigen, wenn du nicht scheiß viel Geld ausgeben möchtest. Und das ist und bleibt ein Fakt. Das ist und bleibt ein Fakt. Da wird auch keiner drum rumkommen, das kann keiner abstreiten und das kannst du auch keinem wegnehmen. Und deswegen finde ich persönlich auch immer noch mehr schade, dass es in dem Zustand also in dem Zustand ist, wie es ist. So. Und das macht mich persönlich macht das wirklich sehr traurig, das so zu sehen zu müssen. Aber warum sind die denn noch so gut besucht? Ziemlich simpel, weil Sim-Racer oder generell Racer nicht ein halbes Vermögen ausgeben möchten für Sim-Racing. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, du schießt hier AC für, keine Ahnung, die Gold Edition für ein paar Euronen, also manchmal kriegst du es ja für 4, 5 € kriegst du es geschossen, ACC kriegst du für 30, wenn du wirklich mal einen guten Tag erwischt. Und dann kannst du das daily fahren so. Und dann hast du natürlich noch die Möglichkeit, LFM zu fahren for free. Und du hast ja die komplette, sage ich mal, mittlerweile auch mit AC, weil LFM einfach schon wieder zum richtigen Zeitpunkt da war und pfiffige Leute eine super Idee hatten, hast du halt die komplette Experience für einen schmalen Taler, den du einmalig bezahlen musst in AC oder ACC. Und deswegen sind die Sachen auch immer noch gut besucht und sind auch einfach für die Menschen, die nicht gewillt sind, so viel Geld auszugeben, ist es immer noch ein Ding. Und das ist auch gut. Nur für mich ist es halt persönlich als Content Creator echt bedenklich, dass da so gar nicht bis überhaupt nicht kommuniziert wird. Und das ist halt, ja, schwierig. Also Automobilista, Leute, wie gesagt, Automobilista, Race Room, R-Factor, das sind Spiele oder Sims, die sind da. Automobilista hätte Automobilista einen super Multiplayer, ne? Wär das der Renner, aber Automobilista hat leider keinen guten Multiplayer. Sie haben super Content und sie bieten auch eine sehr gute Sim an, aber es ist leider kein guter Multiplayer da, was halt das Spiel auch ein bisschen, ne, in den Schatten stellt dann so. Und die Menschen fahren halt AC und ACC und das sogar sehr, sehr viel. Also trotz alledem haben Menschen immer noch sehr viel Spaß an AC und ACC. So, und was ich halt dabei immer so schade finde, das ist auch der Grund, warum ich nicht, also ich bin nicht zornig oder empfinde irgendwie böswillig irgendwas gegen Kunos. Ich finde es einfach nur mittlerweile sehr, sehr traurig, dass dort einfach wirklich gar nichts kommuniziert wird. Ne? Also mit dem letzten Patch wurden so viele Sachen angekündigt. Ares hat so viele schöne Erklärvideos gemacht und davon kannst du dir eigentlich die Hälfte einfach in die Haare schmieren gefühlt. Und ich verstehe, dass halt die Firma nicht sehr groß ist und ne, nicht so viele Angestellte da sind und dass halt sich um AC2 gekümmert wird an der Stelle und dass wahrscheinlich auch die SRO mehr als genug Auflagen hat. Aber es fühlt sich so stiefmütterlich an. Und also das Video jetzt dazu macht die ganze Sache noch viel, viel trauriger für mich zu sehen, dass jemand, der halt in der Öffentlichkeit stand, sehr viel kommuniziert hat nach außen mit den Menschen, dass der jetzt da halt auch rausgeht und gefühlt halt die 6 Monate, von denen er gesprochen hat, einfach auch komplett Funkstille war oder ist. Und das finde ich schade. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Weil ich ACC eigentlich, ACC und auch AC, also AC sowieso, fahre ich auch so gerne noch, ACC halt einfach gar nicht mehr, dass das halt so ein Ding ist. Und das macht mich wirklich traurig. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich kann es beim besten Willen, fällt mir nichts ein, das nachvollziehen zu können, warum das so ist, wie es ist. Dass man nicht einfach sagt, ey Leute, wir haben irgendwie Scheiße gemacht, unser Code ist kacke, so, wir gucken, dass wir was fixen können. Und ich finde, also ich habe auch das Gefühl, also das ist nur so ein Bauchding, auch dieses Nordschleife-Ding wird das nicht retten am Ende. Also für Menschen wie meine Wenigkeit, die das schon ein paar Jahre fahren, ne? So. Ich bin auch super happy, dass ich darauf nicht angewiesen bin, zu sagen, so, ich kann auch einfach was anderes fahren mittlerweile. Das ist das Schöne daran. Aber das Video ist wirklich sehr, naja. Also ich würde es wirklich dahin tun, zu sagen, naja.